Hallo, moin, willkommen zurück hier. Nordfriesische Marsch ist wieder hier und ja, der Mulcher ist in Arbeit gegangen, ist jetzt hier ja parallel zum Strohsammler. So, hier wird was blockiert. Ja, dann fahren wir den kurz weg. Parallel zum Strohsammler, das müsste sich eigentlich ausgehen, weil der ja doch ein bisschen langsamer beim Mulchen ist wie beim Strohsammeln. So, bist du jetzt ausgegangen? Ne, du arbeitest noch. Habe ich dich wieder angemacht? Ja, gut. Ja, wie gesagt, das läuft auf jeden Fall hier. Ja, da drüben wird Mischfutter gefahren. Das ist auch voll in Action. Muss es auch, weil wir ja unseren Kuhstall voller bekommen wollen. So, hier sind wir auch langsam, aber sicher dem Ende entgegen, was das Feld angeht. Ja, und dann haben wir oben noch die 50, die wir ernten müssen. Ich glaube, das war's dann erstmal. Dann geht es mit Missionen weiter. So, hier wird Wasser angeliefert für den Kuhstall. Ja, alles, was rollt, ist am Rollen. So, hier gibt es Diesel. Genau, den brauchen wir für die Holzfäller. So, hier machen wir mal das so weit aus. Ja, Kuhstall ist inzwischen, was Stroh angeht, voll. Deswegen habe ich den hier jetzt schon mal umgestellt, dass er das Stroh wieder verkaufen fährt. Brauchen wir nicht mehr. Also weg mit dem Zeug. Ja, und dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Wie gesagt, Nahrung wird gefahren. Die sind unterwegs. Hier, das läuft. Ja, dann können wir auf jeden Fall mal schauen, wie viele Raps haben wir denn schon? 245.000. Wir brauchen für Rapsöl, haben wir gesagt, wollten wir das ja hauptsächlich benutzen. Rapsöl. 1000 Liter pro Cycle. Das rechnen wir mal kurz aus. Ich weiß, die 25 stimmen nicht. Das sind 24. Das heißt 24.000 im Monat. Wenn wir es auf ein Jahr hoch, sind es 288.000 Liter. Das heißt, wir werden wirklich fast alles, was wir hier ernten, auch für die Mühle brauchen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja, wenn es so ist, dann ist es so. So, hier kommt der Diesel angerauscht. Ja, das dauert hier auch noch ewig. So. Ja, wir müssen hier nur mit dem Mulcher Acht geben, wenn wir hier voll sind. Aber so schnell dürfte das, es könnte reichen. So, hier, nächster Schwung Futter. Da müssen wir gucken, der Kuhstall 1 braucht Nahrung. Das können wir auf jeden Fall noch relativ schnell hinbekommen. So. Ja, das Problem wird aber auch wirklich langsam sein, dass unser Futtermischer nicht hinterherkommt. Wo ist der denn? Mischration. Wir haben noch 194.000. Ja, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass der immer am Arbeiten ist. Das heißt, Heu haben wir noch, Silage ist da, Stroh ist da, Mineralfutter auch. Also es sieht erst einmal gar nicht so schlecht aus. Der macht 8000 Liter am Tag.
Am Park, in der Stunde. Da müsste man mal hochrechnen, wie viele Tiere man damit versorgen kann. So, entladen bitte. Hallo. Komm ran. Und dann war das die 50, glaube ich, ne? Ja, oh, ja, 50. Da musst du hin. Na. Was passt da nicht? Ja, bleibst du stehen? Bleib stehen. Dann zirkeln wir den halt so dahin. Ja, ist ja auch kein Problem. So, für dich dann auch schon mal Feld 50. Aber vorher einmal abladen. Genau, weg mit dir und den können wir fertig machen zum Übersetzen aufs nächste Feld. So, Feld 15. Und wir können ja mal gucken. Wir haben ja, die drei Felder müssen ja mit Raps gemacht werden. Muss gepflügt werden. Aber es muss keines gepflügt werden. Das heißt, wir könnten direkt mit der Sämaschine loslegen. Das heißt, die 39, die ist hier gemulcht. Da können wir hier doch, wenn wir einen Traktor frei hätten, direkt loslegen. Haben wir aber nicht. So, und er hier muss jetzt wirklich mal kurze Pause machen. Da ist der dran. Okay, hallo, so geht es aber nicht hier. Einfach hier einen Traktor umschmeißen. Wo sind wir denn hier? So, aber da brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Kraft. Ja, das war zu viel. Ja, ah, guck mal. Autodrive stellt sich selbst wieder hin. Perfekt. So, der Fischer braucht auch Diesel. Klar. Wir haben ja sonst nichts anderes zu tun. Gut, aber dann füllen wir erstmal die beiden Holzfäller hier noch auf. Dann gucken wir mal, was übrig bleibt. Ja, dann würde ich sagen, dass wir den dann direkt zum Fischer Diesel schicken, aber nur einmal. So, wie viel geht da noch rein hier? Ne, komm. Es reicht langsam. Dann ein komplettes Fass hier einfach mal versenkt. So, gut, du kannst ruhig runterfahren zu der Tankstelle Süd, das ist egal. So.
Hier wird Stroh verkauft. Hier, genau, der wartet hier erstmal. Hier kommt schon der nächste Schwung mit Mischfutter. Wir müssen wirklich uns was mit dem Mischfutter überlegen. Gut, eine Möglichkeit wäre halt, sich einen Mischfutterwagen zu holen und parallel dazu noch mal ein bisschen so zu mischen. Weil der hat 26 Kubik. Gut, der kostet zwar auch eine Menge. Oder eine zweite Mischfutteranlage. Wobei ich weiß halt auch nicht, wie weit wir, ob das reicht oder nicht. Also da müssen wir wirklich mal, müsste ich mal in meine schlaue Liste gucken, was rein theoretisch ausgefressene Tiere fressen. Wobei, das könnten wir eigentlich jetzt mal machen. Ja, dann heißt, ich habe ja mal kurz keinen Spielsound und ich guck mal kurz hier in diese schlaue Liste rein. Wo ist es denn? Excel-Tabelle. Gut, wir gehen jetzt einfach mal von den Milchkühen aus. Die fressen. Wo war denn das Futterverbrauch? Also am maximalen sind es 350 Liter. Ich weiß nicht, ist das pro Monat? Futterverbrauch 350. Ja, doch, das ist pro Monat. So. 300. Nee, das kann aber eigentlich nicht sein. Doch, 350 pro Monat, das passt. Wir machen 8000 Liter pro Stunde, das heißt pro Monat 192.000 Liter. Bei 350 pro Kuh könnten wir 548 Kühe versorgen damit. Das passt doch vorne und hinten nicht. Ja, also da müssen wir, ich denke, wir werden uns einen Futtermischwagen organisieren. Und ob es dann ein Selbstfahrer wird oder irgendwie ein Anhänger, müssen wir uns dann mal überlegen. Beziehungsweise ich kann mal gucken, ob ich da irgendwo einen schönen Mod finde. Ich weiß, dass es da so Futtermischer gibt mit großer Kapazität. Und der Vorteil, ach, warte mal, der ist hier angekommen. Der Vorteil ist halt, wir haben an unserem Ballenlager, können wir ja direkt das Zeug rausholen. Dann machen wir einfach Mischfutter auf Vorrat. Und dann könnten wir eigentlich was machen. Mischfutterballen. Wäre das nicht was mit der Göweil? Das wäre doch noch was Interessantes. Da bräuchten wir nur eines der Ballenlager von Giants, damit wir die auch einlagern können. Weil ich habe die ja schon. Warte mal, wir können uns die mal kurz angucken. Wo ist er denn? Ich denke mal, dass die bei Ballen dabei sein dürfte. Ja, die groß, also es gibt ja entweder die LT Master, die 115, die macht halt nur 125er Ballen und die würde auch 150er Ballen machen können. Wäre halt was Witziges, wenn man das mit dem direkt machen würde. Aber kostet halt Geld, aber ich sag mal, Geld haben wir.
Geld sollte jetzt nicht so das Problem darstellen. Da müssen wir einfach mal schauen, wie und ob wir das mal, also wie gesagt, Mischfutter separat herstellen, auf jeden Fall. Da gucke ich mal, ob ich da vielleicht sogar schon für morgen vielleicht einen Mod finde. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir da machen können. So, der ist wieder da. Das heißt, wir können gleich weiter mulchen. Und dann kann er nämlich hier gleich auf die 37 weiter. Kann da Stroh sammeln. Denn Zeit können wir hier fertig mulchen. So, ich würde mal sagen, sobald der die Bahn hier gefahren hat, können wir den auch wieder anschubsen. Fahren mal ein Stück zurück. So, komm. Ja, wobei, das müsste sich doch eigentlich ausgehen. So, hier Möhren. Möhren über Möhren. Oh, du bist, denkst du bist schon fertig? Okay. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe da noch was für dich. Nämlich zwei Runden Tiere. Tiere. Kuhstall 1. Oder? Direkt weiter. Keine große Pause machen. So, hier ist, genau, der fährt Wasser weiterhin. So. Ja, du musst mal dich ein bisschen beeilen hier, Kollege. Also mit der Göweil würde ich schon gerne arbeiten. Wir können ja zur Not die und einen Futtermischer erstmal nur mieten. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Müssen wir nur noch mal gucken, in welchem Maße man da Input braucht. Das heißt, ich muss mal ganz kurz hier zum Hof. Vor allem gucken, was wir hier noch an Zeug drin haben. Also Stroh ist kein Problem. Ja, Silage ist wenig. Silage ist nur 48.000 Liter. Da kommen wir nicht weit mit. Was haben wir im Fermenter? Fermenter. Futter. Ach, der ist ausgeschaltet. Ja, ich weiß. Fermenter. Fettzucker, Fermenter. Ja, da haben wir 800.000 drin und wir bekommen ja Gras und Luzerne noch von der Wiese. Also das sollte jetzt nicht das große Problem werden. Und dann würde ich sagen, warte mal, das machen wir gleich mal. Gucken wir mal, ob wir hier... Ups, falsche Seite. Da wollte ich hin. Dann könnten wir dieses neue Palettenlager und Ballenlager von Giants... Ui. Einfach irgendwo hier so hinsetzen. Wir lassen mal den Baum hier so stehen. Wieso ist das schräg? So ist es gerade. Da pflanzen wir das einfach irgendwo so hier hin. Ja, auch bis an die Grasnarbe vor. So, zack. Da haben wir hier schon mal das Lager.
Dann können wir nämlich hier quasi die Göweil hinstellen, dass die direkt dann da rein abladen tut. Perfekt. Und rein theoretisch, das wird jetzt nämlich auch noch ganz witzig, könnten wir Gras sammeln auf der Wiese mit dem Ladewagen und dann mit der Göweil zu Silageballen pressen. Aber wobei, das machen wir, denke ich mal, wirklich mit dem Fermenter. Das geht ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, gucke ich mal, dass ich einen Futtermischwagen finde für uns. Und ja, alles Weitere sehen wir dann morgen. Vielleicht geht es dann schon richtig rund. Also, bleibt dabei. Hoffe, es macht euch Spaß und bis dahin.